So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Und wir haben mal wieder eine interessante Aussage hier von dem Herrn Söder aus Bayern. Und dass etwas passieren wird zwischen CDU-CSU und den Grünen zur Bundestagswahl, davon sind wir ja viele hier mittlerweile überzeugt. Ich glaube, es läuft auf dieses Bündnis hinaus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann Söder Kanzler wird und Baerbock meine ich natürlich, von den Grünen hier die Vizekanzlerin macht. Ich frage mich gerade als Wirtschaftsministerin, oh Gott, Strom, der in den Leitungen gespeichert wird und Kobolde, die in den Akkus sind, das nur nebenbei. Zitat von Söder: Ein verlässlicher Partner, Bezug auf die Grünen, als viele andere Parteien. Er sieht die wirklich verlässlicher, es sagt nämlich hier zum Beispiel weiterhin, Zitat, gerade, und er ist kein Zitat, aber von der Welt geschrieben, gerade in der C-Krise sei auf die Grünen Verlass gewesen. Ein Seitenhieb in Richtung SPD und FDP. Sorry, aber so aktiv habe ich die Grünen jetzt gerade in der C-Krise nicht wahrgenommen. Das, was ich von den Grünen wahrgenommen habe, war eigentlich Fresse halten. Und wenn dann eine Äußerung kam, war es eigentlich Zustimmung mit dem, was die Regierung gemacht hat. Also quasi die gegenteilige Arbeit davon, was man von einer Oppositionspartei erwartet. Aber vielleicht ist es ja auch genau das, was gut ist. Das ist ja das, was ich immer wieder gesagt habe in den letzten Monaten. Die machen extra keine große Welle gegen die Regierungsparteien wie CDU und SPD von den Grünen aus und auch anderen Oppositionsparteien, dass sie nämlich sich gerade dafür anbieten wäre deren Wortwahl bestimmt, um sich einfach attraktiv zu machen, dass man sagen kann, jo, mit denen können wir ja gemeinsam machen, ist ja super, die halten das Maul. Zitat weiterhin, es wäre ein spannendes Zukunftsteam, ja, das glaube ich auf jeden Fall, das Inspiration bieten könnte, weil es die ganze ganz große Frage unserer Zeit in den Blick nimmt, die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Ja, Leute, also macht euch darauf gefasst, es wird richtig krass. Es wird wirklich unglaublich in diesem Land, so dass es noch mal schlimmer wird. Ich habe es gestern im Livestream gerade noch gesagt. Wir werden uns an eine Zeit zurückerinnern und auch zurücksehnen, wo Merkel Kanzlerin war, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, und werden sagen, das war schlimm unter ihr, aber das war besser als die aktuelle Situation. Ich glaube, genau, wenn dieses hier passieren wird, wenn das kommt, dann wird es nur noch schlimmer. Man muss sich diese Argumentation überlegen. Also, ich finde das einfach nur zu krass. Aber es ist ja gut, dass er so ehrlich ist und das jetzt hier vor den Wahlen bekannt gibt, weil so kann man ja entscheiden, dass die ehemalig erzkonservative CSU aus Bayern mit den Grünen koalieren wird. Und wenn man dann an Franz Josef Strauß zurückdenkt, der nicht ohne Grund komplett gegen die Grünen war, der würde sich im Grabe umdrehen, der Mann, wenn er es hören könnte. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.